Ja, es gibt Tage, da bricht man aus dem gewohnten Alltag aus, vor allem als Familienvater. So heute der Papa Ubi, der sich hier heute mit dem neuen Ford Focus ST vergnügen darf. Und das wird bestimmt auch eine richtige Freude für den Papa, denn kräftig was unter der Haube, richtig tolles Fahrwerk und ja, wäre da nicht noch ein kleiner Punkt. Aber welcher? Das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Und so damit herzlich willkommen beim Review zum Ford Focus ST. Fangen wir wie üblich natürlich außen an beim Ford Focus ST und wir sehen auch schon gleich das ST-Logo schön hier in dem Grill unten eingebettet. Wir haben Voll-LED-Scheinwerfer hier an Bord und ein Erkennungsmerkmal aller ST-Modelle sind tatsächlich die grauen Einlässe hier unten, die so mattgrau sind. Das kennen wir auch schon vom Fiesta ST, der das genauso hat. Aber 4,39 Meter ist die Karosserie hier lang und bietet einen Radstand von 2,70 Meter. Sehr kurzer Überhang hier hinten, der vordere ist etwas verlängert. Aber insgesamt macht der Wagen hier schon einen sehr, sehr ordentlichen Eindruck. Er liegt schön tief, er liegt 10 mm tiefer dank Sportfahrwerk. Adaptive Dämpfer sind hier serienmäßig beim Benziner verbaut. Und was wir hier sonst noch sehen, ist tatsächlich 19 Zoll Räder sind jetzt hier montiert. Serienmäßig sind übrigens 18 Zoll. Wir haben hier eine schöne Linienführung, wie ich persönlich finde. Vor allem, weil dieses Dach hier hinten noch so optisch abfällt. In der Wirklichkeit ist es eher weniger. Dann haben wir hier hinten noch einen schönen Dachkantenspoiler, der stark ausgearbeitet wurde und auch auf alle Fälle für Anpressdruck sorgt. Am Heck haben wir dann tatsächlich nur dezente Veränderungen. Die deutlichste Veränderung ist ganz klar hier unten zu sehen. Das sind nämlich die riesigen Auspuffendrohre, die da unten drinnen sind. Und das sind schon wirklich, wirklich ordentliche Rohrdurchmesser, die wir hier haben. Kofferraumtechnisch haben wir hier wie bei allen Varianten 372 Liter, die sich hier hinter verstecken. Die 372 Liter reichen vollkommen aus für normales Gepäck. Da fehlt sich gar nichts. Umlegen im Verhältnis 2/3 zu 1/3. Ladekante etwas erhöht, aber dennoch alles gut machbar. Und was wir sehen, ist da hinten auch noch den Top-Teater. Das heißt also, Isofix haben wir auch auf den äußeren Plätzen verbaut. So, da sind wir angekommen hier im Innenraum vom Ford Focus ST. Und wie wir sehen, erst einmal, erstes Insignium, das wir tatsächlich im ST sitzen, ist hier unser Lenkradspange. Da steht es schön drauf, ST. Ansonsten haben wir hier tatsächlich auch noch das übliche Dreispeichenlenkrad. Es ist mit perforiertem Leder hier an der Seite. Hier oben ist dann wieder Glattleder, übrigens beheizbar natürlich. Wir haben dann hier den Satelliten für den Abstandstempomaten, für die Lautstärkenregulierung. Auf der anderen Seite haben wir dann die Sondertasten für den Sportmodus, den wir dann hier aktivieren können. Oder aber mit der Mode-Taste, schauen wir nochmal, Sportmodus. Oder mit der Mode-Taste können wir dann hier noch auf Rennstrecke gehen, wenn wir denn das Performance-Paket haben, was hier verbaut ist. Oder ansonsten können wir hier immer noch tatsächlich auf rutschig oder auf normal oder auf Sport eben umstellen, wie es uns beliebt. Ansonsten haben wir hier analoge Rundinstrumente, die gut beleuchtet sind, sind sehr schön ablesbar. Wir haben hier in der Mitte eben zusätzlich noch einen Bordcomputer, den wir dann tatsächlich hier auch durchschalten können, wie es uns beliebt. Das ist eigentlich ein sehr, sehr nettes Gimmick, was wir haben. Aber gut, da können wir auch alles Mögliche dann einstellen, wie es uns beliebt. Wir haben übrigens in dem ST-Modus, den wir hier tatsächlich haben, wenn man gleich nochmal findet, das ist ein bisschen rumblättern hier. Tatsächlich, da haben wir das My View. Und da sehen wir tatsächlich jetzt auch die Anzeigen analog für Öldruck, Öltemperatur und Ladedruck, den wir uns anzeigen können.
Ansonsten, was sehen wir denn hier sonst noch? Das Navigationssystem, richtig. Das ist serienmäßig übrigens. Dann haben wir hier runter die Bedienung noch für die Radiobedienung. Darunter ein Klimabedienteil, auch sehr übersichtlich und sehr gut bedienbar. Da unten liegt auch schon mein Smartphone drin. Da ist eine Induktivladeschale drin, sowie eine USB-Buchse für Apple CarPlay oder Android Auto. Dann haben wir hier noch die Bedientasten für Head-Up-Display, Parkassistent, Einparkhilfe, Deaktivierung. Auf der anderen Seite können wir die Start-Stopp-Funktion ausschalten oder das ESP ausschalten. Dann auf unserem Schaltknauf haben wir 6 Gänge. Dann haben wir hier noch die elektronische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion und noch eine nette Ablage. Dann die Armauflage, die hier auch verschiebbar ist und auch öffnenbar. Und da haben wir dann noch ein Ablagefach drinnen oder eben auch weitere USB-Anschlüsse. Das größte Highlight sind hier diese Sportsitze der Marke Recaro, die hier verbaut sind, sind auch deutlich breiter geschnitten als im Fiesta ST, wo ich das tatsächlich etwas bemängelt hatte. Hier passen sie wie angegossen und das auch für etwas breiteres Klientel wie mich. Die Materialien, die hier verbaut sind, ja, das ist durchaus weich aufgeschäumtes Kunststoff. Hier oben übrigens das Head-Up-Display, was dann rausfährt, das ist eine Scheibe. Aber alles sauber verarbeitet, es passt alles, hier knarzt und knackst nichts und hier fehlt sich auch wirklich rein gar nichts. Also insgesamt wirklich Daumen nach oben. Hashtag Papa fährt fort und zwar den Ford Focus ST. Und Papa hat Spaß, jede Menge Spaß mit dem Ford Focus ST. Den gibt es ja mittlerweile jetzt tatsächlich in der 4. Generation. Unter der Haube da vorne werkelt ein 2,3 Liter Vierzylinder EcoBoost Motor mit 280 PS und 420 Newtonmeter Drehmoment. Also schon eine ganze Ecke. Natürlich gibt es den Focus ST auch als Turnier. Ich fahre ihn ja jetzt hier als Limousine. Und es gibt übrigens noch eine zweite ST-Variante, nämlich eine Turbodiesel-Variante. Die gab es schon bei der letzten Generation. Diesmal hat man sie also auch wieder auferlebt. Der Diesel hat 190 PS und 400 Newtonmeter Drehmoment. Ich persönlich muss sagen, ich glaube, den Diesel würde ich nicht nehmen. Das ist allerdings jetzt schon einfach mal gesagt, es sei denn, ich bin Vielfahrer. Denn der Wagen hier, ja, er bietet einfach rundum alles, was man sich von so einem Hot Hatch, wie man sie nennt, wie erwünscht. Also klar, wenn ich jetzt noch mehr Platz habe, dann hole ich mir das Kombi-Heck dazu. Und das würde ich natürlich machen, Familienpapa, ihr wisst. Dennoch, unter der Haube dieser Motor arbeitet echt verdammt gut. Der hat Power in jeder Lebenslage. Diese 420 Newtonmeter legen im Bereich zwischen 3.000 und 5.000 Umdrehungen an. Aber ab 1.500 Umdrehungen hat der Wagen bereits über 350 Newtonmeter. Das heißt, der schiebt richtig an. Ford hat den EcoBoost Motor noch weiter verfeinert. Wir kennen ihn so ja aus dem Mustang und hier wurde ihm noch mal eine Anti-Lag-Funktion mit auf die Reise gegeben. Will heißen, der Turbolader spricht auch bei Gangwechseln deutlich frühzeitiger und direkter an und das merkt man auch. Denn sobald der Schaltvorgang abgeschlossen ist, ist schon quasi so viel Power da, dass der Wagen wieder brutal nach vorne stürmt. Übrigens 5,7 Sekunden von 0 auf 100, 250 km/h Topspeed und das sind schon ordentliche Werte für so einen kleinen Wagen hier. Kleinwagen ist eine gute Sache, ist natürlich die typische Golfklasse. Da misst er sich natürlich auch mit einem Golf GTI Performance, den er in der Leistung auch auf alle Fälle übertrumpft. In meinen Augen übertrumpft er den GTI sogar auch noch in vielen anderen Punkten. Denn erstens mehr Drehmoment, zweitens er geht deutlich besser voran, drittens, und da kommen wir jetzt dazu, er hat auch ein verdammt geniales Fahrwerk. Die Ford-Ingenieure, Chapeau, imaginärer Hut gezogen, haben es tatsächlich geschafft, den Wagen messerscharf werden zu lassen. Die Lenkung wurde noch direkter übersetzt als schon beim Fiesta ST. Mittlerweile wirklich jedes Kieselkörnchen, was da unterm Asphalt ist, das spürt man. Die Lenkung ultra direkt, super tolles Feedback, macht richtig Laune. Wir haben ein adaptives Fahrwerk serienmäßig. Das Fahrwerk erkennt auch Schlaglöcher, passt sich vorher den ganzen Gegebenheiten an. Ist natürlich
durch die Tieferlegung um 10 mm und die härteren Dämpfer insgesamt einfach straffer. Dennoch, wir fahren jetzt hier über eine sehr, sehr holprige Straße und da muss ich sagen, da ist der Komfort doch echt alle Achtung. Ja? Also für so ein Fahrzeug mit hier 19 Zoll Rädern aus sportlich optimiert, nicht schlecht. Und beim Fahrwerk, wenn wir da schon bleiben, hat Ford es tatsächlich auch geschafft, den Wagen wirklich perfekt ums Eck gehen zu lassen. Also Grip baut die Kiste ohne Ende auf, trotz Vorderradantrieb. Und da hat Ford sich den nächsten Clou einfallen lassen, nicht nur das Torque Vectoring, das heißt also Drehmomentverteilung auf die Räder, sondern tatsächlich auch eine elektronische Sperrdifferential eingebaut. Und das funktioniert richtig gut und auch ähnlich einem echten Sperrdifferential. Also man merkt vor allem beim Rausbeschleunigen, wie der Motor, wie die Lenkung da so ein bisschen sich festzieht in die Kurve, so wie man es eigentlich eingeschlagen hat. Das kennt man so wirklich eigentlich nur von einer richtigen Sperre. Hier, alle Achtung, wirklich sehr, sehr hoher Grenzbereich, liegt optimal auf der Straße. Wirklich sehr hoher Grenzbereich, da auch in hohen Geschwindigkeiten. Der Wagen bleibt brutal lange neutral, baut ein tolles Gripniveau auf und schafft es so, nicht nur Vertrauen zu erwecken, sondern auch wirklich schnelle Zeiten zu fahren. Also wer damit auch auf eine Rennstrecke geht, wird damit eine sehr, sehr interessante und vor allem eine wirklich flotte Zeit auf den Asphalt brennen. Für Alltagshelden wie meine Wenigkeit bleibt einfach nur grinsen. Grinsen. Und das nämlich auch bei dem Preis, denn ab 31.900 Euro geht der übrigens los. Und so wie er hier steht, mit eigentlich ratzefatze Vollausstattung, bis auf zum Beispiel Glasdach, liegt er bei 40.800 Euro. Und damit liegt er auch deutlich unter der Konkurrenz. Schlauer Schachzug fort. Ja, ich muss leider tatsächlich jetzt wieder aussteigen und das fällt mir echt schwer. Nicht, weil ich zu fett bin oder ähnliches, sondern tatsächlich, weil der Wagen so brutal viel Fahrspaß bietet, der neue Ford Focus ST. Er hat es tatsächlich geschafft, hier einen echt bombastischen Motor, bombastisches Fahrwerk, alles miteinander in ein so tolles Package zu verwandeln, dass der Wagen einfach nur eine uneingeschränkte Kaufempfehlung kriegt für denjenigen, der ein Hot Hatch sucht. Mein kleiner Wehmutstropfen ist tatsächlich, dass ich so ein bisschen ja ein Diesel-Fan eigentlich bin und mir der Diesel mit seinen 190 PS hier schlicht und ergreifend einfach ein bisschen zu wenig, ja, diese Performance rüberbringt oder dieses Performance-Feeling rüberbringt mit seinen 190 PS, wie es hier der 280 PS Benziner schafft. Natürlich, 40.000 Euro sind eine ordentliche Hausnummer, aber im Verhältnis, wenn man sich da die Konkurrenz anschaut, den VW Golf GTI Clubsport, den es nicht mehr gibt, oder den TCR, der ja aktuell noch auf dem Markt ist mit 270 PS, dann ist das hier schon eigentlich fast ein kleines Schnäppchen. Und so viele Hot Hatch gibt es nun auch wieder nicht. Ich für meine Begriffe würde natürlich den Kombi wählen. Dann habe ich auch das, was ich eigentlich suche, Platz für die Familie und hätte auch noch Fahrspaß, wenn denn der Papa mal wieder frei hat. Ich habe jetzt noch ein bisschen frei, also muss ich jetzt sozusagen die Zeit noch ohne Familie genießen. Jetzt seid ihr aber dran. Was sagt ihr zum Ford Focus ST? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Lasst uns ein bisschen diskutieren über den Ford Focus ST. Und ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich das Video liked, den Kanal abonniert und die Glocke nicht vergesst, sodass wir uns möglichst schnell wiedersehen. Also ich entspanne jetzt noch ein bisschen, sagt Tschüss und Servus, euer Ubi.